So, herzlich willkommen zum heutigen letzten Test. Wir spielen Catnap, nachdem es letzte Woche leider kein letztes Test gab, spielen wir heute wieder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Wir sind irgendwie diese komische süße Katze. Können Bäume hochklettern. Und müssen irgendwie... Okay. Ich bin gerade leicht stunned von dieser butterweichen Steuerung. Wir müssen also unseren Korb finden. Okay. Yeah. Sehr tolle Soundkulisse. Steuerung ist auch sehr gut. Und ja. Stellen wir einfach mal ein Katzenkörbchen auf einem Baum auf. Wieso auch nicht? Okay, da lässt jemand einfach mal... Soll das Regen darstellen? Leute, was soll denn das sein? Soll das jetzt regnen? Okay, ich bin gerade leicht stunned. What the fuck? Hört sich an, als wäre hier jemand auf Klo. Ah. Okay, wie in der Realität können die Katzen zwar die Bäume hoch, aber nicht runterklettern. Gut, ja, so in etwa. Boah, ist das schon wieder ein Kack-Game. Gott sei Dank habe ich heute nicht allzu viel Zeit fürs letzte Test. Aber naja. Stand on the water to stop it. Ach ja, dachte ich mir. Wasser. So. Na, scheiß Doppeljump. Verdammt. Ich hoffe, dass da echt nicht hoch. Komm, hopp. Nein! Nö. Oh mein Gott. Oh nein, ein Hund. Ich bin eine Katze. Ich hasse Hunde. Lol. Don't touch the dogs. Okay. Yay. Nein. Ich wollte ihn jetzt eigentlich noch was nach dem Motto, ha, Losers, nach dem, so irgendwie nochmal so zeigen, aber hat ja super funktioniert. Nicht. Alter, was spiele ich da schon wieder für ein Game? Das ist ja der Hammer. Irgendwie, ich würde gerade lieber kotzen, als dieses Spiel zu spielen. Was ist ja alles für die Aufnahme? Ich habe mir vorhin, das hat man jetzt irgendwie nicht sehen können, mal die Entwickler angeschaut. Da haben, oh mein Gott, da haben zwei Entwicklerstudios mitgearbeitet an diesem Spiel. Ganz ehrlich, what the fuck, Leute, habt ihr da gemacht? Komm, wir programmieren mal irgendwie so eine komische, schlecht animierte Katze. Und werden dann hier übelst das tolle Spiel und sowas in der Art. So, ich möchte jetzt noch zum Korb. Was ist das hier für Wolken? Au. Oh mein Gott. Nein. Hilfe. Oh mein Gott. Ich bin sicher. Für den Moment. Glaube ich. Ja. Ich bin so toll. Glaube ich. Okay. Ja, okay. Weiterhin schlecht. So, ich muss mich genau dazwischen stellen, damit ich keine Wassertropfen versehentlich aufhalte. Das wollen wir ja nicht. Ach. Okay, what the fuck?
Hopp, hopp. Nein! Die Steuerung ist auch so wunderbar. So etwa, dann so. Und dann erstmal failen. Ist man ja von mir gewohnt, nur so übel halt selten. So, also nochmal. Nee, so nicht. Also, warten, draufspringen. Warten, bis die nächste Dingens kommt. So, so. Fertig. Über die Hunde drüber springen. Da hoch. Okay, what the fuck? Ja, Level geschafft, würde ich mal sagen. Ich hätte nur gerne irgendwie so einen tollen... Sie haben das Level geschafft, Ton. So, einfach mal durchrennen und dabei sterben. Ich glaube, wir müssen versuchen, unter diesen Teilen zu bleiben. Okay. Und ich muss sagen, die Schwierigkeit haben sie recht gut hinbekommen. Das muss man ihnen lassen. Ich komme da nicht vorbei. Vor allem die Katze berührt die mit dem kleinen Fingerless. Okay, ich glaube, ich habe einen Trick raus. Warten, bis die gespawnt sind. Nein, so, jetzt da drauf und nicht runterfallen, so wie ich gerade. So. Da hoch weiterspringen, warten, warten, hopp. Und dahin. Und da drauf, so. Den Müll werde ich auch, glaube ich, direkt nach diesem Let's Test deinstallieren. Ich muss das Spiel tatsächlich installieren. So ein Müll. Komm, endlich runter. So. Boah, diese Soundeffekte regen auch Gott sei Dank gar nicht auf. Nein! Ah, fuck. Och, Mensch. Okay, weiter. Und weiter. Und weiter und hoch. Super. Super nice. Wie lange haben wir schon? Noch nicht lang genug. Schade. Frag mich auch, ob das hier wirklich das kürzeste Let's Test aller Zeiten wird. Die Wahrscheinlichkeit steht nicht gerade gering. Weil ich jetzt schon keinen Bock mehr habe. Weil ich jetzt schon Maximum pissed bin. Aber okay. Was für ein Müllspiel, ganz ehrlich. Komm, hopp. Und vor allem, das Beste ist, von der Seite, von dem ich die Spiele habe, stand im Test, kann ganz witzig sein, wenn man nicht gerade Wert auf Grafik legt. Ich lege keinen Wert auf Grafik, das ist auch so kacke. Das war's! Okay, haben wir nice, wir haben Catnap durchgezockt. Tja, was soll ich dazu sagen? Scheiße. Grafik? Ganz ehrlich, schlecht. 5. Sound. Die Effekte waren alle nervig. 6. Steuerung. Ganz okay, mir persönlich zu ungenau. Vergebe ich mit Augen zudrücken eine 4. Und Spielspaß gebe ich wieder eine 5. Weil, oder soll ich vielleicht sogar eine 6 geben? Jetzt ist mir gerade der Deckel von meinem Stift runtergefallen. Was soll denn der Kack?
Ja, suche ich gleich. Auf jeden Fall haben wir dadurch eine resultierende Bewertung von einer glatten 5. Herzlichen Glückwunsch. Ich gebe aber sogar nochmal eine halbe Note Abzug wegen der Spieldauer. Ich meine, hallo, wir haben es innerhalb von einem Let's Test durchgezockt. Das Spiel war 15 MB groß, da hätte ich mir zumindest mal ein bisschen mehr erwartet. Ich meine, haben die da 3 MB pro Musikdatei oder was? Das kann es ja wohl nicht sein. Also, mein persönliches Endergebnis, 5,5 nicht spielen, auch wenn es kostenfrei ist, will kein Mensch haben. Mir reicht's jetzt, ich gehe jetzt erstmal kotzen, bis zum nächsten Let's Test. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ciao.